Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hermannseck in der Version 2. Ja, wir haben hier so ein bisschen, ja, so Milch könnte hier mal wieder rein. Denn ich habe gerade mal geguckt, während meine lieben Helfer so vor sich hin helfen, der Milchpreis, also der Rohmilch, Rohmilchpreis. Der Haarmilchpreis ist gerade sehr gut. Und da werde ich jetzt erstmal versuchen, noch ein bisschen fertig zu produzieren, dass wir die Palette wenigstens da auch noch mitnehmen können. Naja, mit euch mache ich dann weiter. Wir tappen uns mal durch. Wo haben wir einen? Ja, genau. Ne, warte mal, ich nehme dich mal mit. Oh. Ich wollte eigentlich A drücken. Naja, drückt man halt mal Q. Kommt schon mal vor. So. Nehmen wir den mal mit. Stellen wir den jetzt erstmal anständig, zumindest hier oben irgendwo hin, dass der nicht so ganz mitten auf der Straße steht. So. Und dann holen wir uns mal das Milchfass. Mal gucken, steht das noch bei den Kühen? Schon wieder vergessen. Naja, macht man ja auch nur einmal am Tag. Da kann man das schon vergessen, ja? Da steht ja noch. Wunderbar. So. Guck mal, ist noch fast voll. Schön. Haben wir dafür eigentlich schon einen Kurs eingefahren? Gucken wir doch mal. Gucken wir mal. Milchverkauf. Ja, sehr schön. Müsste ja theoretisch hier oben irgendwo. Oh, Autosave. Ich weiß gar nicht, ob ich heute laut genug bin. Ich habe irgendwie massive Probleme mit meiner Stimme zurzeit. Weiß man auch nicht. Irgendwie diese Temperaturen machen mich doch ziemlich fertig, wenn ich ehrlich bin. Und ja, mein Computer irgendwie auch. So. Fährst du los? Ja, du fährst los, nicht wahr? Du machst das richtig. Sehr schön. Dann tappen wir uns hier weiter. Ich möchte nämlich ganz gern mindestens das Feld ja noch gedüngt kriegen. Müssen ja mal die Zeit sinnvoll nutzen. Ja, ich meine, es ist 18.34 Uhr, ist gleich Abendbrotzeit. Ja, wir müssen auch langsam mal fertig werden hier. Menschens, Kinders. Aber gut, dass man hier nicht schlafen gehen muss, wa? Also nicht muss, kann. Also vorspulen meine ich damit. Ja, gibt ja Spiele, da kann man, da muss man schlafen gehen. Ja, um dann am nächsten Tag anzukommen, beziehungsweise, ja. Ist das schon nach Tagen so richtig untergliedert? Hier ist es ja eigentlich egal, was man so Schönes macht. Ich mag diese Bremse, ist der Knaller. So. Mal gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir das ja hier, das Feld fertig zu düngen, bevor. Bis der Helfer dort angekommen ist, oder CP-Fahrer besser gesagt. Wenn jetzt die Taste B auch gemacht hätte, was sie soll, naja, dann hat die Taste B halt heute mal keine Lust. Oh, nicht schlecht.
Ernte, Ernte, Dünge, Dünge, sehe, sehe. Es ist die Hitze. Macht euch keine Sorgen um mich. Es wird alles gut. So, dann gibt es ein kleines Update noch zu meinem Rechner. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Da steht drin, dass er kommissioniert wird. Ja, also ich gehe davon aus, dass er denn diese Woche tatsächlich nicht mehr kommt. Sondern wirklich erst nächste Woche. Aber das macht ja nichts. Ein paar Tage überleben wir jetzt auch noch, oder? Wir wissen ja, es wird besser. So. Ja, und dann kann ich euch eigentlich auch schon sagen, dass nächste Woche eventuell das Programm sich so ein bisschen alles verschiebt. Hat er euch ja erzählt, dass wir Besuch bekommen, die ganze nächste Woche. Pünktlich, wenn man wieder arbeiten geht, kommt der Besuch, ist ganz toll. Da kann das denn schon passieren, dass wir vielleicht einen Stream ausfallen lassen müssen oder die Videos halt nicht kommen, beziehungsweise ja tatsächlich einfach nicht kommen. Die sehen wir so selten, dass das dann wirklich Priorität hat. Ja, da geht es ja so ein bisschen auch um Umzug und naja, wie das halt alles so ist. Ja. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ach ja, heute mache ich YouTube, schön, dass ihr da seid. Das käme, glaube ich, etwas schlecht. So. Aber das ist ja noch ein paar Tage hin. Bis dahin schaffe ich hier vielleicht noch so ein bisschen was. So. Sag mal, wie lange brauchen der eigentlich, um da anzukommen? Ist ja schon ganz schön, ne? Wollen wir mal gucken, wo er ist? Ah! Sehr schön. Dankeschön. So. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich jetzt hier die Milch auch nicht hingefahren habe. Das wollte ich, glaube ich, bestimmt machen. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich es ja nicht getan. Habe ich mich wahrscheinlich so auf die Ernte konzentriert, dass ich das völlig vergessen habe. Das tut mir jetzt aber auch wirklich leid, weil der Preis ist wirklich gerade sehr, sehr gut. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, ja. So, dann hoffe ich natürlich, dass auch der Bierpreis dann morgen nochmal steigt und nicht gleich wieder fällt. Im Grün ist er ja gar nicht erst geworden. Er ist ja immer noch weiß. Ja, zur Not verkaufen wir es dann halt auch so, ne? Ich meine, der Preis ist ja trotzdem gut. Sehr schön. Ich kann hier das weiter produzieren. Na, läuft noch nicht wieder. So, dann haben wir bestimmt auch einen Kurs vom Milchhof zum Hof gemacht. Ja, gut. Ja. Auf geht's. Da ja, sehr schön. Wir uns dann nämlich gleich die nächste Ladung holen. Warum ist denn hier eigentlich so, ja? So, wie sieht es denn hier bei dir aus? Du fährst gerade gegen einen Baum. Es ist, als hätte ich es geahnt. Kannst du weiterfahren? Danke. So, und dann geht's hier weiter. Was hatten wir hier? Gerste. Okay.
Können wir ja mal ein bisschen was selber machen, oder? Ja. Solange hier die Fahrer unterwegs sind, müssen wir ja nicht alles mit CP machen. Guck mal, der wird aber schnell. Oder war das gerade wieder so ein schönes Leck? Ah, alles klar. Ich weiß, warum ich das so nicht machen wollte. Ich erinnere mich, da war was. Der Schlüter hat offensichtlich hier so ein bisschen seinen Ton. So. Und einmal runter. Ich glaube, da bräuchte ich so ein bisschen mehr Bums, ja. Oha. Ja, der ist dafür nicht geeignet. Also, es nutzt alles nichts. Wir brauchen noch einen, naja, etwas mehr Leistung habenden Traktor, würde ich sagen, ne? Schon manchmal fährt er überhaupt nicht los. Also das verstehe ich jetzt nicht. Als wenn hier irgendwas wäre, was ihn hält, ja? Hallo? Liebes Spiel, möchtest du vielleicht so ein bisschen mit mir mitmachen? Das wäre ein Traum. Ich hab's kaputt gemacht. Hallo? Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Okay. Das hat keinen Sinn. Jetzt gucken wir mal, dass wir unseren Schlüter hier irgendwo schön parken. Und dann kaufen wir uns. Dann kaufen wir uns was Schönes. Ja. Ich möchte wenigstens einen, ja? Okay. Brauche auch gar nicht, glaube ich. Machen wir ein bisschen mehr Power. Mit Frontlader? Nein. Dafür haben wir andere Sachen. Ich glaube, 300 PS ist nicht verkehrt, wenn wir das haben. Was nehmen wir denn diesmal? Diesmal nehmen wir vielleicht sowas hier. Wollen wir mal sowas probieren? Oder wollen wir wieder hier schöne Leuchte? Was können wir denn mal nehmen? Wir probieren das jetzt hier mal. Felgenfarbe. Ja, könnte gut aussehen. Da freue ich mich auf den neuen Shop, wenn man das dann gleich sieht, was man da verzapft, ja. So. Oh, der ist fast da. Ja, ist auch eine coole Farbe, wa? Ja, kann man mal machen. So, Moment. Moment. Steuerung links und Z. Ich hätte gern Deutschland. Mir ist, glaube ich, so ziemlich egal, wo wir hinklicken. Da, 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 da. Ach doch, ich kann auch tatsächlich so machen, denn es ist nicht so laut für euch. Auch gut. Hä? Schwarz? Ja, heute nehmen wir mal schwarz. So. Schick, oder? Oh, da steckt einer im Verkehr fest. Wie kann denn das passieren?
Ach, der steckt da fest. Alles klar. Ich komme gleich. Bin gleich da. Ja. Gucken wir mal. Der dürfte ja mit der Sämaschine deutlich besser zurechtkommen. So, hier können wir ja noch fahren. Und irgendwie müssen wir ja da hinkommen, nicht wahr? So, einmal hier ran. Dann probieren wir das gleich mal aus. Ja. So ist doch das Schöne, ne? Genau so will ich das haben. Ja. Naja, manchmal kommt man halt nicht drum herum, ja? Ich meine, die Sämaschine ist irgendwie so ein bisschen zickelig. Ich meine, die hat ja auch ordentlich Gewicht, denn, ne? Mit den ganzen Zeugs da drin. Da muss man schon ehrlich sein und zugeben, dass man da ein bisschen mehr Leistung auch braucht. Dann haben wir halt einmal einen hier, der ein bisschen mehr auch kann. Das ist ja nicht schlecht. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Warum mache ich denn das so? Kann ich auch so machen. Nicht wahr? Abfahrer entlassen. Oh, ich freue mich schon drauf, ganz ehrlich. Wenn der neue Rechner da ist, dann kann ich endlich in der Innenansicht fahren. Ja. Hoffe ich. Wehe, wenn nicht. Nee, also mittlerweile freue ich mich wirklich richtig doll drauf. Na gut, ihr Süßen. Ich fahre jetzt hier noch ein bisschen Milch hin und her. Ja. Dass wir noch ein paar mehr Paletten zusammenkriegen und dann wird es vielleicht ein bisschen dunkler hier auf der Map. Ja. Dass wir das erstmal durchproduzieren lassen. Vielleicht einen kleinen Tucken vorspulen und immer schön den Preis im Auge behalten. Ja, und dann werden wir hier mal gucken, dass wir unsere Milch dann auch gleich wieder verkauft kriegen. Ja, also ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Entschuldige mich, dass die Woche über die Videos so spät kamen, aber ich nehme die wirklich morgens erst auf, wenn es nicht ganz so extrem warm ist. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Nehmt es mir bitte nicht übel. Ja, wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.